Aktuellen Polizeiberichten zufolge kam es am Montagabend zu einem Unfall, bei dem ein 20-jähriger Fahrer mit seinem VW Polo von Neuhof kommend auf der K80 in Richtung L3206 unterwegs war. Beim Versuch, einem die Straße kreuzenden Rehs auszuweichen, verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Straße ab und überschlug sich mehrfach. Wir sind alarmiert worden zum Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person. Beim Eintreffen war aber niemand mehr eingeklemmt und die betroffene verletzte Person wurde dann durch zwei Feuerwehrsanitäter von uns bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes versorgt. Der Fahrer wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach Schätzungen der Polizei auf etwa 1.500 Euro. Osthessen News. Sehen, was bewegt.